Hier eine Extremwertaufgabe. Man möchte aus einem quadratischen Karton mit 30 cm Seitenlänge eine Milchdose herstellen. Dazu schneidet man zwei schraffierte Streifen mit derselben Breite x ab. Und die Frage lautet, für welchen x-Wert wird der Rauminhalt dieser Dose maximal sein? Kleiner Zusatz, berechne diesen maximalen Rauminhalt. Da wir ein Maximum vom Rauminhalt dieser Dose suchen, werden wir diesen Rauminhalt mit dieser Variablen x ausdrücken. Und dieser Rauminhalt, Volumen von x, das ist zuerst mal diese Länge da. Diese Länge, das ist 30 minus x minus x. 30 minus 2x, das ergibt diese Länge mit der da zusammen, die dann noch durch 2 geteilt werden muss. Somit haben wir diese Länge, weil diese Länge und diese Länge sind ja gleich groß. Also diese Länge, das ist 30 minus 2x geteilt durch 2. Das hier, ja, das ist x. Also diese Länge 30 minus 2x geteilt durch 2 wird noch multipliziert mit x und dann wird das Ganze noch multipliziert mit der Höhe von der Dose, das heißt die Länge von da bis da. Und das ist 30 minus 1x minus noch ein x, also 30 minus 2x. Das Volumen von dieser Milchdose wird also so berechnet, Produkt, das man noch etwas vereinfachen kann. Und da wir von diesem Volumen ein Maximum suchen, werden wir diese Funktion von x ableiten und von dieser Ableitung eine Zeichentabelle erstellen. Die Ableitung von diesem Produkt ergibt dieses Produkt und in faktorisierter Form erkennen wir sofort die zwei Nullstellen 5 und 15. Und somit können wir leicht die entsprechende Zeichentabelle erstellen. Da sind Sie diese zwei Werte 5 und 15. Hier ist noch der Wert 0 eingetragen. Warum? Weil würden wir für x 0 wählen, dann hätten wir gar keine Dose. Dann würden wir ja keine Streifen hier abschneiden. Und alle strengen negativen Werte für x ergeben keinen Sinn. Es gibt keine streng negativen Distanzen. Die 15 ist ebenfalls hier abgetrennt worden, denn 15 ist der maximal mögliche Wert. Aber wenn wir für x 15 nehmen, dann bedeutet das, dass wir unser Anfangsquadrat einfach in 2 zerschneiden und alles wegwerfen. Dann haben wir aber auch keine Dose. Also alle möglichen x-Werte müssen sich streng zwischen 0 und 15 befinden. Das heißt hier, machen wir jetzt zuerst die Zeichenzeile für den Faktor 15 minus x. Der ist im ersten Grad. Er wird 0 bei 15. Rechts von dieser 0 setzen wir das Vorzeichen der Vorzahl von x, also minus, und links von dieser 0 überall entgegengesetzt, also links von der 0 überall plus. Auch der zweite Faktor 5 minus x ist im ersten Grad. Er wird 0 bei 5. Rechts von der 0 Vorzeichen der Vorzahl von x, also rechts von dieser 0 überall minus und links überall entgegengesetzt, also links von der 0 überall plus. V' von x, das ist das Produkt von diesen beiden Faktoren mal eine streng positive Zahl. Also, um das Zeichen von V' von x herauszufinden, genügt es, das Zeichen vom Produkt dieser beiden Binomen ersten Grades zu rechnen. Plus mal plus macht plus, plus mal plus macht plus und so weiter. Und so finden wir sofort diese Zeichenzeile für V'. Wie eben schon gesagt, dieser Bereich hat nichts mit unserer Aufgabe zu tun, also setzen wir da einen Schrägstrich hin. Genau dasselbe für diesen Bereich. Auch da setzen wir einen Schrägstrich hin.
Da, wo die Ableitung streng positiv ist, da steigt die Funktion selbst. Also hier Pfeil nach oben, die Funktion steigt. Da, wo die Ableitung streng negativ ist, da fällt die Funktion, also hier Pfeil nach unten, Funktion fällt. Und bei 5 ist die Ableitung 0. Das heißt, wenn x 5 ist, dann haben wir bei der Funktion selbst eine horizontale Tangente. Und daraus können wir schließen, dass v von x maximal wird, wenn x gleich 5 ist. Also der Rauminhalt der Milchdose wird maximal, wenn wir für x da und da 5 cm wählen. Und welcher ist dann dieser maximale Rauminhalt? Das finden wir heraus, indem wir hier drin x da und da durch 5 ersetzen. Der maximale Rauminhalt wird also 2 mal 5 mal 15 minus 5 im Quadrat sein. Das heißt genau 1000 Kubikzentimeter. Das ist 1 Kubikdezimeter, also genau 1 Liter. Und die Aufgabe ist beendet.